Wir haben heute Texte gehört aus Afghanistan, wir haben Texte über Mobbing gehört. Wir hatten ja einen Preisträger, der irgendwie erst 9 Monate in Deutschland ist, seit 9 Monaten Deutsch lernt und quasi fließend schreibt zumindest. Es war diese unfassbare Mannigfaltigkeit an Themen. Es ging wirklich von der Herzschmerz, Liebesgeschichte, mal glücklich, mal traurig, über einen Fantasy-Text bis hin zu, keine Ahnung, waren fast Haikus oder Hip-Hop-Texten. Das Schönste für mich ist an diesem Wettbewerb, dass sich Menschen mit Sprache beschäftigen, und zwar schon junge Menschen. Ich finde manchmal, dass die Jugendsprache, vielleicht mein Alter, ein bisschen verroht ist. Dass man eben keinen Unterschied erkennen konnte, ob das jetzt ein 10-Jähriger oder eine 16-Jährige geschrieben hatte. Und dass darin so viel Qualität sprachlich und stilistisch war, das war richtig der Hammer. Ich freue mich dann, wenn ich Texte lese, in denen ich sehe, dass sich die jungen Menschen doch auch Gedanken darüber machen, nicht nur was ist, sondern auch wie man es formulieren kann. Nur man kann ja nur formulieren, was man auch gedacht hat. Wir haben 7000 Schüler teilgenommen aus 230 Klassen und insgesamt 45 Schulen. Der Wettbewerb ist in den letzten 4 Jahren kontinuierlich gewachsen, was uns natürlich sehr freut. I see my future in your eyes. Heda aber hatte andere Vorstellungen und andere Träume. Sie wollte nicht ein Leben haben wie die anderen Frauen in ihrem Land. Sie wollte jemanden in ihrem Alter heiraten und seine einzige Frau werden. Literatur kann das. Sie kann eine Sehnsucht wahr werden lassen. Es ist jetzt 1 Monat vergangen. Ich bin auf 50 Kilo runtergekommen. Und wenn ich mich abends im Spiegel betrachte, sehe ich die blauen Flecken von den Sit-Ups auf meiner Wirbelsäule. Es ist schön, die Arbeit, die ich getan habe, an meinem Körper zu sehen. Der dicke Otto hielt sich seine Wurstfingerhand, die größer war als sein nach Käse riechender Plattfuß, vor seine riesigen Glubschaugen und ging rasch mit seinem hässlichen Dackel weiter. Die Pfade sind matschig, die Dackel sind hässlich, die Brote verschimmelt. So hat der Text alles, nur keine positiven Adjektive. Eine witzige Idee, die der Jury sehr gefallen hat. Ich glaube ganz fest, dass dieser Wettbewerb sicherlich auch mit Ehrungen und spannendem Äußeren, vielleicht auch dem ein oder anderen Preis an sich schon interessant ist. Aber ich glaube, ihr habt recht, dass ihr noch lange an eure Geschichten zurückdenken werdet. Herzlichen Glückwunsch an euch alle.